Keine langen Reden bitte, wenn es um das mittlerweile 31. Bergrennen in Mickhausen geht. Hier zählten nämlich nun schnelle Rundenzeiten, Rekordjagden und der nächste Adrenalinstoß, sowohl für die teilnehmenden Fahrer als auch für die Zuschauer. Also gilt, die Hosenträgergurte festgeschnallt, den Gang eingelegt, die Hände ans Lenkrad und los geht's. Datum? Sonnenscheinwochenende am 1. und 2. Oktober 2011. Veranstalter? ASC Bobing in Zusammenarbeit mit dem ADAC Mobilclub. Hauptdarsteller? 220 angetretene Fahrer aus dem Amateur- als auch dem Profilager. Publikum? 25.000 Besucher an den beiden Veranstaltungstagen in diesem Jahr. Teilnehmende Automarken? Bunt gemischt. Von A wie Audi bis V wie Volkswagen. Zu bezwingende Strecke? 2,2 Kilometer für das Bergrennen speziell umfunktionierte A16. Zur Streckensicherung verwendete Reifen? Ca. 1500. Das Rennen erst möglich machende Helfer? Rund 500. Spitzengeschwindigkeiten der Rennboliden? Bis zu 163 Kilometer pro Stunde. Top-Rundenzeit? 46,9 Sekunden. Fahrstil? Immer im Grenzbereich. Unfälle? Zahlreich, jedoch dabei verletzte Personen? 0. Neue Streckenrekorde? 1. Deutscher Automobilbergmeister? Uwe Lang. Sieger KW Bergcup Division 1? Hans Paulitsch. Sieger DMSB Bergpokal für Tourenwagen? Dieter Rottenberger. Gesamtsieger? Simone Fagioli. Derjenige, der jetzt noch mehr harte Fakten haben möchte, der muss schon selbst das alljährliche Spektakel in Mickhausen erleben. Die nächste Möglichkeit hierfür bietet sich am 6. und 7. Oktober 2012, wenn es dann zum nunmehr 32. Male heißen wird, Mickhausen, der Berg ruft.